Hallo, im Namen der Montessori-Lernwelten begrüße ich Sie herzlich in meiner Montessori-Werkstatt. Das Thema der heutigen Filmsequenz ist die Division, das Teilen. Maria Montessori hat festgestellt, dass viele Kinder Schwierigkeiten haben, Plus, Minus, Mal und Geteilt zu rechnen. Sie hat bei ihren Beobachtungen erkannt, dass das damit zusammenhängt, dass die Kinder keine Vorstellung haben, was das eigentlich ist. Deshalb hat sie sich mit dem goldenen Perlenmaterial und den Stellenwerttafeln einen Weg überlegt, wie sie Kindern zeigen kann, was das ist und wie Kinder es dann selbst, um es zu erlernen, tun können. Wie sie das macht, zeige ich Ihnen gleich. Voraussetzung ist, dass die Kinder sowohl mit dem goldenen Perlenmaterial als auch mit den Stellenwerttafeln vertraut sind, dass sie Zahlen darstellen können, bilden und benennen können mit dem Material. Die Division bildet bei den vier Grundrechenarten eine Ausnahme. Sie ist die einzige Rechenart, wo wir mit der größten Stelle anfangen zu rechnen und nicht vorne oder hinten mit dem Einer mit der kleinsten Stelle. Die Division hat drei Regeln, die ich den Kindern immer zum Eingang erkläre. Erstens, bei der Division fangen wir mit der größten Stelle an zu rechnen. Zweite Regel, Division ist sehr gerecht. Alle bekommen gleich viel. Keiner mehr, keiner weniger. Dritte Regel, das Ergebnis ist das, was einer ist. Ich habe Ihnen schon die erste Aufgabe an den unteren Rand gelegt. Ich werde Ihnen drei Aufgaben zeigen. Eine ohne Zehnerübergang, eine zweite Aufgabe mit Zehnerübergang und eine dritte Aufgabe mit einer Nullstelle und einem Rest. Wir beginnen damit, dass wir die Menge, die wir teilen müssen, auslegen. Wir haben 2000er. Wir haben 400er, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zehner und wir haben 6 Einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir teilen durch 2. Diese 2 werden dargestellt durch die Teilermenschen. Diese hier finden Sie bei dem kleinen Divisionsbrett. Ansonsten können Sie auch irgendwelche anderen Spielsteine benutzen, die für die Teiler zu markieren hingestellt werden. Wir beginnen nun mit den Tausendern. Wir haben 2000er, das reicht. Jeder kann einen bekommen und dann sind die Tausender gerecht aufgeteilt. Nun die Hunderter. Jeder bekommt einen Hunderter. Wir haben immer noch 2, also kann jeder noch einen bekommen. Jetzt hat jeder 200er. Nun kommen die 18er an die Reihe. Jeder bekommt erst einen. Und dann verteile ich so lange, bis alle verteilt sind und gleich viel haben. Jeder bekommt 4. Nun kommen die Einer an die Reihe. Auch diese nehme ich und verteile sie einen nach dem anderen, bis keiner mehr übrig ist. Das Ergebnis kann ich nun mit den Stellenwerttafeln hinlegen. 1000er, 200er, 4 Zehner und 3 Einer. 2486 geteilt durch 2 ist 1243.
Nun eine Aufgabe mit Zehnerübergang. Dazu räumen wir zuerst alle Materialien wieder zurück, damit wir ohne Probleme anfangen können, die andere Aufgabe auszulegen. Die Stellen der Tafeln räumen wir ebenso geordnet wieder ein, um für die nächste Aufgabe ohne Probleme das richtige Material finden zu können. Die nächste Aufgabe heißt 1908 Wir haben keine Zehner bei dieser Zahl und legen deshalb eine blaue Null dazu. Wir teilen durch 3. Zuerst wird das Material bereitgelegt, welches es zu teilen gibt, die Menge. Keine Zehner, aber 8 Einer. Wir müssen uns 1, 2, 3 Teilermännchen bereitstellen und beginnen wieder mit der größten Stelle, in unserem Falle der Tausender. Aber nun haben wir nur einen Tausender, aber 3, die sich den teilen sollen. Die Kinder sagen auch direkt, das geht nicht, das ist nicht gerecht. Deshalb müssen wir diesen Tausender irgendwie teilen. Wir tauschen ihn um gegen 10 Hunderter. Dann können wir ihn teilen. Und wir beginnen genau wie eben, ganz gleichmäßig, immer jedem Teiler Menschen einen Hunderter zu geben. Und nun benutzen wir auch die Hunderter, die 9, die schon vorher da waren. Jetzt haben wir noch einen übrig. Das können wir nicht mehr auf alle 3 gerecht verteilen. Also bringen wir auch diesen zurück zur Bank und nehmen uns 10 Zehner. In der Ursprungsaufgabe hatten wir keinen Zehner, aber nun durch den Tausch haben wir 10 Zehner und beginnen auch diese zu verteilen. So lange, wie es möglich ist. Einer ist zu viel, der nicht aufgeteilt werden kann. Der kommt zurück zur Bank und wird umgetauscht gegen 10 Einer, die wir dann wieder ganz gerecht an alle verteilen können. Bis auch dieser alle aufgeteilt sind. Sie sehen schon, durch dieses Tun wird für die Kinder sehr schnell deutlich, was Teilen, also Dividieren bedeutet. Und die 3 Regeln, die ich den Kindern am Anfang erklärt habe, werden auch sehr schnell für sie verständlich. Jetzt können wir wieder das Ergebnis abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hunderter. Wir nehmen eine 600 zum Ergebnis. Wir haben 3 Zehner, dafür brauchen wir eine 30. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einer. 1908 geteilt durch 3
ist gleich 636. Nun zeige ich Ihnen noch zum Schluss eine Aufgabe mit einer Nullstelle und mit einem Rest. Dazu müssen wir das Brett wieder ganz frei räumen. Die letzte Aufgabe heißt 4819 geteilt durch 4. Wir stellen unser Material parat. Wir brauchen 800er, wir brauchen noch einen 10er und 9 Einer. Wir brauchen 1, 2, 3 und 4 Teiler und beginnen wieder mit der größten Stelle. Wir haben 4 Tausender und 4 Teiler, also kann jeder einen haben. Nun kommen die Hunderter an die Reihe. Es reicht erstmal, dass jeder einen bekommen kann. Jeder kann noch einen zweiten bekommen. Diese sind auch alle verteilt. Nun haben wir aber nur einen Zehner. Das geht nicht, den können wir nicht an vier verteilen, müssen ihn also zur Bank bringen und umtauschen. Gegen 10 Einer. Und für die Kinder wird hier sehr schnell deutlich, es gibt keinen Zehner im Ergebnis. Nun verteilen wir die Einer auch ganz gleichmäßig. Wir haben ja ganz viele. So lange, bis es nicht mehr geht. Und nun sind nur noch 3 Einer übrig und die können wir nicht mehr aufteilen. Sie bleiben übrig, sind der Rest. Das Ergebnis ist 1000. Jeder hat 200er. Es ist kein Zehner da und hier wird ganz deutlich, ich muss aber für diese Stelle eine Ziffer, ein Ergebnis notieren. Das ist in dem Falle die 0 und wir haben 4 Einer. Ich nutze diese 4 so lange und wir haben einen Rest von 3. 4819 geteilt durch 4 ist 1204, Rest 3. So, nun haben Sie gesehen,
Die Besonderheiten der Division sind alle darstellbar mit dem Material. Und ich wünsche Ihnen nun viel Erfolg in der Arbeit mit den Kindern, die Division zu erlernen. Und den Kindern wünsche ich viel Spaß damit, die Division zu tun, zu handeln. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.